Ja, eine Ehre, Digga. Du hast dir keine Lampe gekauft. Nein. Ja, aber auch Presenter, wenn irgendwas ist, nimmst du nicht mehr. Hey, kannst du die Seite noch mal aktualisieren, was du denn wahrscheinlich, ja, weil ich jetzt angehalten habe. Okay, ja. Ich glaube, wir haben mit dem Cookies drin. Aber wir müssen ihn vielleicht noch da anmachen. Ja, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Präsentation, zu unserem finalen E-Shop. Das ist HTJ, das ist Robin, ich bin Robin und zusammen sind wir bei Blumeimer. Es ist gar nicht so viel mehr dazugekommen seit dem letzten Mal, als wir hier vorne standen. Eigentlich gar nichts. Deswegen zeige ich einfach nochmal kurz im Schnelldurchlauf unsere Home-Seite. Hier sind die neuesten Angebote immer, die Neuerscheinungen und Kundenrezensionen. Anlässe und einfach viele Seiten sind verlinkt zu unseren Produkten. Hier sind unsere Top-Kunden, die sind auch verlinkt. Man kann auch draufklicken und wird dann auf die Seite von den jeweiligen Kunden weitergeleitet. Hier sind unsere rechtlichen Aufschriebe, wie zum Beispiel die AGBs. Die haben wir mit ChatGPT einfach generieren lassen. Genauso wie unseren Datenschutz, die Cookies, Widerrufsrecht. Hier haben wir auch eine Vorlage, die man sich dann einfach rauskopieren kann. Ja, die sozialen Netzwerke sind unten verlinkt, die wir nicht erstellt haben, aber wenn wir sie hätten, würde man dann einfach quasi draufklicken und wird dann auf die Instagram-Seite weitergeleitet werden. Genau, wir haben dann Frischblumen, wir haben hier eine Suchfunktion, da kann man dann auch einfach, falls man eine Rose haben will, dann einfach Rose eingeben und wird dann quasi sehen, was wir im Angebot haben, wie zum Beispiel einen Blumenstrauß, Rosenzeit mit Herzmanschette. Genau, das ist unsere Suchfunktion und ja, es gibt halt verschiedene Blumen, die man sich kaufen kann und dann kann man auch einstellen, wie viele man haben will. Ob man sie im Strauß haben will oder einzeln, dann könnte man sie auch einfach in den Warenkorb machen. Und ja, hat die Jill und dann dazu machen. Dann kommen wir zu unseren Blumensträußen. Hier haben wir eine Auswahl an Blumensträußen, auch mit Schokolade dazu, für verschiedene Anlässe, wie zum Beispiel zur Geburt, Junge und Mädchen. Dann haben wir zwei Blumensträuße hier. Genau, wenn man dann hier nochmal, genau, da kann man alles sehen. Und wenn man hier auf die Anlässe geht, haben wir verschiedene Reiter hier, wie zum Beispiel Ehrentage für Frauentag, Muttertag oder Vatertag. Oder wenn es ums Thema Liebe geht, Hochzeitstag oder Jahrestag. Es gibt auch Trauer oder schön, dass es dich gibt, wie zum Beispiel Geburt oder Geburtstag. Dann haben wir hier eben zwei Blumensträuße zur Auswahl. Genau, wenn jetzt hier auf, wenn wir jetzt den mal in den Warenkorb machen würden, könnte man dann auch den Gutscheincode eingeben, was ich auch letztes Mal eben gezeigt hatte. Und würde man jetzt hier eben anwenden, aber das, dadurch, dass wir mit dem Admin schon angemeldet sind und wir den schon mal benutzt haben, funktioniert das jetzt gerade nicht, aber es wird eigentlich funktionieren. Genau, und jetzt können wir beim Zubehör zum Beispiel hier schauen, was es so gibt, wie zum Beispiel eine Allzweckschere für 11,90 Euro. Wenn man zum Beispiel jetzt auch Orchideendünger eben hier hat, kann man den auch in verschiedenen Größen, wie zum Beispiel 250 oder 500 Milliliter. Da ändert sich auch eben hier das Bild. Und man kann hier eben auch ranzoomen. Und man sieht hier unten auch die Kategorie, wie zum Beispiel Dünger. Und hier unten sieht man dann immer eine Beschreibung oder zusätzliche Informationen. Und hier kann man auch eine Bewertung abgeben. Genau. Wir haben auch Töpfe oder Vasen. Und genau, wenn man hier auf Dünger nochmal geht, kann man das auch nochmal sortieren nach Beliebtheit oder nach, nach dem Neuesten. Und wenn man auf den Kontakt geht, kann man uns, den Blumeneimer, eben kontaktieren. Hier gibt man den Namen ein, die E-Mail-Adresse, das sind Pflichtfelder.
Hier gibt es noch die Art der Anfrage, wie zum Beispiel Versand oder Bestellung. Da muss man den Betreff eingeben und man kann hier noch einen Anhang mit reinbringen und kann man dann eben das abschicken. Und hier muss man eben noch die Datenschutzerklärung sich durchlesen und eben das anhaken. Und genau, jetzt würde ich an meinen Kollegen Robin weitergeben. So, ich zeige euch dann ein bisschen vom Backend. Beziehungsweise nee, ich fange anders an. Ich zeige euch hier im Front den Customizer. Mit dem haben wir nämlich zum Beispiel die Startseite generiert. Das ist jetzt theme-abhängig, also man könnte theoretisch auch eine normale Seite erstellen und die verlinken. Bei diesem Theme ist es aber so, dass man das dann, wenn man nicht viel ändern möchte intern, wie es funktioniert, dann macht man das am besten hier rüber. Ja, da können wir jetzt hier zum Beispiel auf die Startseiteneinstellung. Dann haben wir da verschiedene Abschnitte. Ja, Banner, Service, aktuelle Produkte hervorgehoben. Service zum Beispiel ist dieser Abschnitt hier. Da haben wir jetzt einen Text einmal, und zwar unseren Willkommensspruch. Und dann haben wir noch die Angebote mit so einem WooCommerce Short Tag. Ja, man fügt da Sachen hinzu, indem man hier ein Widget hinzufügt. Da gibt es dann einmal von WordPress selbst gibt es, von WooCommerce gibt es Widgets. Von dem Theme gibt es aber auch noch extra welche und da zeige ich euch nachher noch welche. Beziehungsweise zeige ich euch jetzt. Zum Beispiel hier diese Call to Action. Das sind dann zum Beispiel hier diese Fenster, da kann man ein Bild festlegen und Titel, Text und auch einen Button. Dass man zum Beispiel ja so ein paar Kategorien hervorheben kann oder irgendwie besondere Angebote oder so. Und das ist von Blossom, unser Theme ist es ein Widget. Ja, dann gab es hier zum Testimonials, waren jetzt hier die Kundenbewertungen. Ist auch von dem Theme-Plugin, da können wir einen Namen eingeben. Ja, dann Beruf, Ort und die Bewertung. Ja, CSS haben wir ein paar Kleinigkeiten geändert. Da war das Problem, dass für die Min-High haben wir von den Produkten, da muss ich auf den Shop gehen, beziehungsweise klicken wir auf ein Produkt. Ja, gehen wir mal so kurz drauf. Damit nämlich die gleich groß sind, wenn es auch in zwei Zeilen was steht. Weil sonst wäre jetzt hier der Button ein bisschen höher und mit den Bildern musste man auch was einstellen und die mit dem Plugin auf die richtige Größe bringen. Gehe ich da gerade mal wieder raus und dann gehe ich ans Backend. Ja, dann, ich denke, vieles hat man wahrscheinlich schon gesehen bei den Präsentationen. Hier kann man die Seiten anlegen. Manche sind automatisch generiert, zum Beispiel Cookie-Richtlinie ist von unserem Plugin. Wenn wir hier auf die installierten Plugins gehen, da haben wir hier dieses Compliance-Plugin, das ist für Cookies. Da kann man dann verschiedene Sachen einstellen und dann wird es alles schön angezeigt. Ich kann auch gerade nochmal die Webseite öffnen. Beziehungsweise die beiden Sachen schließe ich kurz. So, da sieht man nämlich dann bei den Cookies zum Beispiel, haben wir dann auch direkt so Tabs und da stehen dann, was für Cookies, Ablaufdaten, allem drum und dran. Das wird alles automatisch von diesem Plugin generiert. Contact Form haben wir für die Kontaktdaten, beziehungsweise Kontaktformular. Germanized für einige der ja, rechtskonformen Sachen in Deutschland. WooCommerce Zahlungen haben wir noch mit drin, dass man auch verschiedene Zahlungsarten hat. Genau, das war das Bild für die Bilder, das Plugin für die Bilder, um die in die richtige Größe wieder zu generieren. Was vielleicht ganz interessant ist, sind die Conditional Payments und Conditional Shipping. Weil wenn wir jetzt, das muss ich kurz live zeigen, wenn wir jetzt hier im Warenkorb sind, dann haben wir jetzt gerade 77 Euro irgendwas, Versand kostenlos Lieferung oder wir nehmen Abholung. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel dieses Produkt hier löschen, sind wir bei 27 Euro
dann haben wir keine Möglichkeit mehr für kostenlosen Versand, sondern für 5,50 Euro circa. Das muss man in diesem Plugin definieren, weil sonst würden immer beide angezeigt werden. Dann könnte der auch, könnte man auch bei über 50 Euro zum Beispiel, wenn es versandkostenfrei wäre, könnte man es sonst könnte es anklicken, was wir aber dann nicht wollen in dem Fall. Das war zum Beispiel Shipping. Genau, kostenlose Lieferung ab 50. Da kann man dann so Conditions angeben. Dass zum Beispiel die Summe größer als 50 sein muss, dann soll kostenlose Lieferung aktiviert werden und Versandkostenpauschale deaktiviert werden. Ansonsten gibt es eigentlich in Backend gar nicht mehr so viel, was man jetzt groß zeigen könnte. Ich denke, die wichtigen Sachen sind eigentlich gezeigt. Aber falls es zu irgendwas Fragen gibt oder so, dann könnt ihr gerne Fragen stellen und dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.